Finanzmarktkongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Es geht um die Perspektiven der Gründungs- und Unternehmensfinanzierung im digitalen Zeitalter. Unionsfraktionschef Volker Kauder weist darauf hin, wie wichtig Innovationen für unser Land sind. Andererseits sei es aber gerade bei Start-up-Unternehmen oft schwierig, zu einer angemessenen Bewertung zu kommen. Wenn der eine Bäckerei aufmachen will, sagt der Kreditsachbearbeiter bei der Bank, also gut, der braucht folgende Geräte, die sind so und so viel wert. Aber wenn der kommt und sagt, ich habe da eine Idee, wie denn die Idee bewertet werden soll. Und das ist die eigentliche Herausforderung auch in unserer Zeit. Auf vier hochrangig besetzten Panels diskutieren Finanzmarktexperten, Unternehmer und Politiker über die klassische Bankenfinanzierung, die Kapitalmarktfinanzierung, aber auch über Alternativen wie Leasing oder Crowdfunding. Wir haben ganz viele Impulse mitgenommen. Wir haben viele Hausaufgaben von der Branche gekriegt. Wir konnten neue Ideen entwickeln und wir werden jetzt das nächste Jahr nutzen, um das ein oder andere davon auch umzusetzen, um beispielsweise darüber nachzudenken, wie man die Aktienkultur in Deutschland stärken kann, wie die Mittelstandsfinanzierung gestärkt werden kann, aber wie wir auch mehr Geld in die Gründungsphase von Unternehmen hineinbekommen und auch wie wir mit den alternativen Finanzierungsformen umgehen. Und da ist nicht nur Leasing zu nennen, da sind auch Verbriefungen zu nennen und Factoring.